Das ist der Homburgstrainer Uwe Klimaszewski, kämpft zurzeit an vielen Fronten. Querelen im Vorstand und eine sportliche Bilanz von 2:8 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Platz 16 in der Tabelle, ein Abstiegsplatz. Nur 2 Plätze besser, aber zuletzt 5:1 Punkte in Folge für Essenstrainer Jürgen Röber. Sportlich sieht es für ihn etwas rosiger aus, während auch in Essens Vorstand jeder gegen jeden schießt. Ach ja, und Fußball gespielt wurde auch heute Abend. Und wie? Es entwickelte sich ein klasse Spiel. Beide Trainer wollten unbedingt gewinnen, verordneten ihren Teams bedingungslose Offensive. Frank Lipinski mit einem ersten Warnschuss nach 3 Minuten. Essen weiter im Vorwärtsmarsch. Oliver Grein und der Angriff scheint schon abgeschlossen zu sein. Frank Lelle hat die Situation geklärt und dann dieser katastrophale Fehler. Mit der Nummer 8 kommt Frank Lipinski an den Ball. Seine Flanke findet den kleinen Dondera. Und es steht 1:0 für Rot-Weiß Essen. 1,68 Meter ist er nur groß, der kleine Mann. In dieser Situation aber ein ganz großer. Nur 2 Minuten später dieser Freistoß für Rot-Weiß Essen. Und Harry Kügler ist gefürchtet. Diesmal versucht er es mit einem Trick. Gut gedacht, aber schlecht gemacht. Und Homburg, ja, die kamen erst in der 19. Minute zum ersten Mal gefährlich vor Essens Tor. Anatoli Muschinka ist das, setzt sich durch und trifft zum 1:1. Überraschend zu diesem Zeitpunkt, nicht nur für die 6.800 Zuschauer. Essens Abwehr an diesem Abend mit vielen Löchern, aber vorne, da ging die Post ab. Überragend Frank Lipinski, der hier die erste Ecke für Essen reingibt. Roman Schlecht, ein toller Reflex von Torhüter Peter Eich. Die Essener blieben überlegen. Wieder der überragende Frank Lipinski. Dondera legt ab und Oliver Grein, Volley. Und wieder der guthaltende Peter Eich im Tor des FC Homburg. Und jetzt am Ball wieder, Sie ahnen es schon, Lipinski. Immer noch am Ball, Frank Lipinski findet keinen Mitspieler. Und was macht er? Er hält selber drauf und trifft. 2:1 für Rot-Weiß Essen. In der Zeitlupe können wir noch einmal sehen, der Ball vom guten Frank Lipinski wurde abgefälscht. Pechvogel war Tobias Homp. Applaus auch vom Schiedsrichter für diese gute Leistung von Frank Lipinski. Und damit ging es auch in die Halbzeit. Zweite Hälfte, wiederum Essen im Vorwärtsmarsch. Ingo Pickenegger. Bangura flankt, der Ball kommt zu Robert Reichert. Nimmt er in Volley, Tor des Monats oder über das Stadion. Das ist immer die Alternative. Homburg befreite sich dann vom Druck. Ecke und die gesamte Essener Abwehr, einschließlich Toter Kurt, sieht hier ganz alt aus. Ganz, ganz alt sehen sie aus. Und Carsten Linke sagt Danke, schießt ein zum 2:2 in der 57. Spielminute. In der Zeitlupe noch einmal der Fehler von Torhüter Kurt. Achten Sie jetzt, liebe Zuschauer, in der nächsten Szene auf das Foul von Ingo Pickenegger. Hier gegen Carsten Linke. Er bleibt danach stehen. Das heißt, freie Bahn für Stefan Simon. 3:2 für Homburg in der 60. Spielminute. Allerdings zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr unverdient. Homburg war die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte bis zu diesem Zeitpunkt. Danach hätte Homburg das Spiel entscheiden können. Ja, müssen. Wir zeigen Ihnen mal 2 Konterchancen stellvertretend für so viele. Das war Muschinka, der hier an Kurt scheitert. Und in der nächsten Situation Sergio Marcel, freie Bahn. Und wieder ist es Kurt, der hier seinen Fehler vom 2:1 wieder gut machte. Ja, und wer diese Chance nicht nutzt, sowas rächt sich mitunter im Fußball. Der eingewechselte Thomas Diehl zu Oliver Grein und dessen Klassepass auf Bangura. Ja, und der macht ein solches Tor aus der Drehung. Ein Traumtor zum 3:3. Ein tolles Spiel mit tollen Toren, das Schönste des Abends hier noch einmal zum Genießen in Zeitlupe.
Aber schade, dass dieses tolle Spiel einen traurigen Höhepunkt kurz vor Schluss hatte. Nach diesem rüden Foul sieht Frank Lelle völlig zu Recht die rote Karte. Mit 3:3 unentschieden trennen sich Rot-Weiß Essen und der FC Homburg in einem hochklassigen Zweitligaspiel. Dagmar Gülden sprach mit Jürgen Röber. Gut, man muss, wenn man den Spielverlauf betrachtet, muss man eigentlich in der Phase, wo der Gegner auf einmal in Führung war, jetzt mit dem Punktgewinn zufrieden sein. 3:3, da haben wir uns...